Soweit greift die Rassenforschung nicht zurück, Herr General. Muss sie aber, muss sie, wenn schon, denn schon. Denken Sie doch, was kann da nicht alles vorgekommen sein in einer alten Familie? Vom Rhein noch dazu, vom Rhein, von der großen Völkermühle, von der Kälte Europas. Und jetzt stellen Sie sich doch einmal Ihre Ahnenreihe vor, seit Christi Geburt. Da war ein römischer Feldhauptmann, schwarzer Kerl, braun wie eine reife Olive. Der hat einem blonden Mädchen Latein beigebracht. Und dann kam ein jüdischer Gewürzhändler in der Familie. Das war ein ernster Mensch, der ist noch vor der Heirat Christ geworden und hat die katholische Haustradition begründet. Und dann kam ein griechischer Arzt dazu oder ein keltischer Legionär, ein graubündner Landsknecht, ein schwedischer Reiter, ein Soldat Napoleons, ein desertierter Kosak, ein Schwarzwälder Flözer, ein wandernder Möllersbursch vom Elsass, ein dicker Schiffer aus Holland, ein Magyar, ein Pandur, ein Offizier aus Wien, ein französischer Schauspieler, ein böhmischer Musikant. Das hat alles am Rhein gelebt, gerauft, gesoffen und gesungen und Kinder gezeugt. Und der Goethe, der kam aus demselben Topf. Und der Beethoven und der Gutenberg und der Matthias Grünewald und ach was, schau im Lexikon nach. Es waren die Besten, mein Lieber, die Besten der Welt. Warum? Weil sich die Völker dort vermischt haben. Vermischt wie die Wasser aus Quellen und Bächen und Flüssen, damit sie zu einem großen, lebendigen Strom zusammenrinnen. Vom Rhein, das heißt vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das ist Rasse. Seien Sie stolz drauf, Hartmann, und hängen Sie die Papiere Ihrer Großmutter in den Abtritt. Prost!